Hallo, ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ihr habt mir bei Instagram ein paar Fragen gestellt und die möchte ich euch jetzt gerne beantworten. Ich habe so das Gefühl, dieses Video wird sehr, sehr lange. Deswegen vielleicht teile ich es in zwei Teile, mal sehen, wie lang es wird. Aber jetzt schaue ich erst mal bei WhatsApp, was ihr mir so geschrieben habt. Ich habe nämlich noch gar nicht so reingespitzt, weil ich es immer cooler finde, wenn man die Fragen so spontan beantwortet und sich noch keine Gedanken drüber machen konnte. Deswegen, oh, es sind 56 Fragen. Ja, gucken wir mal, ob wir die schaffen. Welche Stadt würdest du als Heimat, also als deine Heimat bezeichnen, ist Frage 1. Ich bin ein Landkind. Also so ein richtiges Landei. Und wenn ich jetzt den Dorfnamen sagen würde, dann wüsste ja jeder, wo ich wohne. Deswegen gibt es gar keine Stadt, die ich als meine Heimat bezeichnen würde, weil ich, wie gesagt, ein Dorfkind bin. Was ist dein größter Traum? Mein größter Traum ist, lange gesund zu bleiben, meine Familie, solange es geht, bei mir zu haben, auch gesund, meine Tochter aufwachsen zu sehen, erfolgreich zu sein mit dem, was ich mache. Ja, also eigentlich alles, ja, jetzt irgendwie, ich denke, das sind so normale Träume, die man hat. Aber ich hoffe einfach, dass das auch in Erfüllung geht. Das würde ich mir sehr, sehr, sehr wünschen. Ja, aber ansonsten so solche materiellen Träume. Ich weiß nicht, was du jetzt mit der Frage gemeint hast. Aber materielle Träume, ich will auf jeden Fall einmal auf den Seychellen oder in der Karibik, irgendwie da, wo das Wasser ganz klar ist, Urlaub machen und der Strand so weiß ist. Obwohl, ich habe ja so ein bisschen Flugangst. Also das habe ich jetzt erst seit neuestem. Früher war das nie so. Ich bin als Kind ganz, ganz gern geflogen, aber irgendwie seit den ganzen Flugzeugabstürzen und irgendwelchen kranken Menschen, die irgendwelche Dinge in Flugzeugen machen, bin ich da so ein bisschen psychisch belastet. Und ja, deswegen mal schauen, ob ich das irgendwann hinbekomme, zu fliegen. Was hättet ihr für einen Namen genommen, wenn Elsa ein Junge geworden wäre? Das zu verraten, hat mein Mann mir leider verboten, weil der Name, wenn es ein Junge werden sollte, der soll dann bei dem zweiten Kind, falls das ein Junge wird, genommen werden. Und den wollen wir nicht verraten. Deswegen darf ich das leider nicht verraten. Tut mir leid. Wie groß bist du? Ich bin 1,63. Groß oder klein, wie man es auch immer nennen will. Wann wusstest du, dass er der Richtige ist? Ziemlich schnell irgendwie, weil ja, wir passen einfach so gut zusammen. Ich weiß nicht, wir ergänzen uns, wir sind auch, also in vielen Dingen sind wir verschieden, aber in den wichtigen Dingen sind wir irgendwie total gleich. Und ja, ich wusste es einfach schon sehr, sehr früh. Also ich würde sagen, so nach einem halben Dreivierteljahr, wo wir zusammen waren, wusste ich, dass das so der Mensch ist, den ich mal heiraten will, mit dem ich Kinder haben will. Und ja, das ist jetzt auch so. Als was arbeitest du und was wäre dein Traumberuf? Also diese Frage habe ich beim letzten FAQ auch schon mal beantwortet, aber ich kann es ja gerne nochmal beantworten. Ich bin Industriemechanikerin. Mein Mann hat Industriemechaniker gelernt. Ich bin auch, also still Demenz ist irgendwie total bescheuert. Ich bin Vertriebsingenieurin, ja, genau, Vertriebsingenieurin und mein Nebenberuf ist die Fotografie. Also ich habe mich nebenberuflich mit der Fotografie selbstständig gemacht. Aber jetzt momentan, wo ich in Elternzeit bin, ja, mache ich die Fotografie quasi als mein Hauptding, weil ich vom normalen Job ja in Elternzeit bin. Und das klappt auch ganz gut, weil man das kann man so vereinbaren, dass man das Ganze aufs Wochenende legt oder ja. Und mein Traumberuf, also ich bin eigentlich ziemlich glücklich in meinen Berufen. Von daher, ja, alles richtig gemacht. Also ich bin wirklich happy. Wie seid ihr auf Elsas Namen gekommen? Witzigerweise denken alle immer, oh, der Film, die Eiskönigin, heißt der Frozen? Nein, wie heißt denn der? Heißt der die Eiskönigin? Ja. Wäre der ausschlaggebende Punkt gewesen, aber nein. Witzigerweise haben wir den erst danach geschaut, als jeder gesagt hat, oder die mir den Namen so ein bisschen verraten haben, dass der so vorschwebt, ah ja, ist doch die von dem Film und dann, welcher Film? Und dann haben wir uns den auch mal angeguckt und ja, also
den hat mir eigentlich irgendwie schon vorher im Kopf, weil irgendwie fand ich, der klang so schön und der hat nicht jeder und der sieht geschrieben schön aus, auch mit unserem Nachnamen zusammen und ja, irgendwie gefällt er uns einfach super, super gut. Worüber streitet ihr und was stört euch am anderen? Also mein Mann stört, dass ich öfter mal unordentlich bin, glaube ich. Obwohl ich das schon sehr, sehr gebessert habe. Also früher war es schlimmer, aber jetzt bin ich eigentlich ziemlich ordentlich. Und mich stört an ihm, er ist ein Dickkopf. Manchmal, öfter. Also wenn er zu seiner Meinung, oder wenn er seine Meinung hat, dann hat er seine Meinung. Wobei ich das auch eigentlich nochmal als positiv finde, weil, ja, er ist einfach so er. Also er verstellt sich nicht und er ist, wenn er das so sagt und so meint, dann ist das auch so. Und ja, also eigentlich stört mich so richtig an meinem Mann gar nichts. Also ich hab den so gern, wie er ist und ja. Mein Lieblings-Online-Shop, also wo ich ganz, ganz, ganz oft bestelle, ist H&M. Ich weiß nicht, ich sag mir jedes Mal, wenn ich bestellt habe, so, jetzt ist mal gut. Ja, und dann kann man nachts nicht schlafen. Was macht man im Online-Shop stöbern? Ist immer, ja. Also H&M ist definitiv der Online-Shop, den ich am meisten besuche und auch bestelle. Was wünschst du dir für Elsas Zukunft? Das ist eine schöne Frage, finde ich. Ich wünsche mir für sie ganz viel Gesundheit, dass sie nicht so oft krank sein muss. Eine schöne Kindheit, dass sie sehr unbeschwert ist und dass sie alles entdecken darf und dass sie nicht so eingeschränkt wird und dass sie als starke Persönlichkeit heranwächst. Also dass, ja, dass wir nachher irgendwie sagen können, so, ja, wir haben nicht alles richtig gemacht, das kann man als Eltern nie machen, aber wir haben das gut hinbekommen. Und das wünsche ich mir für Elsa und ich hoffe auch, dass sie dann später auch sagt, ja, meine Kindheit war schön. Und später, also als noch weiter weg die Zukunft, wünsche ich mir natürlich, dass sie ja, irgendwann auch einen Partner findet, den sie lieb hat und einfach ja, glücklich ist. Also egal, was sie macht, dass sie das macht, was sie glücklich macht. So, Lieblingsfilme, Serien oder Bücher. Da ist man bei mir leider komplett an der falschen Adresse. Ich schaue mir weder Filme gerne an, noch Bücher, noch Serien. Ich bin einfach irgendwie so ein Internet-Nerd, beziehungsweise ich sitze da oft vor Photoshop und habe keine Zeit für irgendwelche Serien zu gucken. Also wenn ich Filme gucke, dann gucke ich aber auch nur so Komödien und was Lustiges oder so Liebesschnulzen, kann ich auch. Oder Disney-Filme gucke ich ganz gern. Aber ja, als Serien habe ich früher immer King of Queens und Scrubs geguckt und das habe ich geliebt. Aber jetzt irgendwie habe ich keine Zeit mehr dafür und da, ja, und Bücher mochte ich noch nie. Lieblingsrezepte im Kochbuch oder online? Also ich habe eigentlich gar nicht so viele Lieblingsrezepte. Ich liebe meine Spaghetti Bolognese, aber die habe ich mir irgendwie so ein bisschen selbst zusammengepanscht. Also kann ich es so spontan gar nicht sagen. Dann folgen noch mehr Kinder. Also für Elsa wünsche ich mir das sehr, dass sie ein Geschwisterchen bekommt. Ich bin momentan psychisch noch nicht so, also mein Mann, der würde jetzt wirklich sagen, pass mal auf, wir können jetzt schon weitermachen hier mit dem Kinder, weil dann ist es direkt so durch und dann, ja. Aber ich bin da noch nicht so weit. Also ich möchte jetzt auch mal meinen Körper so ein bisschen für mich haben. Ich genieße das irgendwie total gerade. Und wenn ich mir jetzt nochmal vorstellen müsste, jetzt genau schwanger zu sein, ja, irgendwie könnte ich mir das noch nicht so vereinbaren. Aber ich denke mal, in einem Jahr oder so sieht die Welt vielleicht ganz anders aus. Mal gucken. Wir lassen das so auf uns zukommen. Aber prinzipiell geplant oder wünschen würden wir uns das für Elsa schon. Weil, also ich bin als Einzelkind aufgewachsen und ich fand das Ganze suboptimal. Also ich fand es nicht so schön. Ich war halt immer alleine und meine Mama musste mit mir spielen. Und irgendwann geht es meiner Mama ja auch auf den Keks mit Barbies zu spielen. Und dann, ja, wäre so ein Geschwisterchen ganz nett. Dann beschreibe dich und Elsa in 5 Worten. Ehrlich. Freundlich. Oh Gott, das ist voll schwer. Ich bin empathisch. Ich bin immer am Lachen, sagen die Leute. Also ich bin immer so am Strahlen. Also mich gibt es gar nicht so oft mit traurigem Gesicht oder so. Ich bin nachdenklich. Und ich bin ein kleiner, wie nennt man das, wenn man nach Krankheiten googelt und sich verrückt macht?
fällt in dieser Stilldemenz keinen Namen mehr ein. Auf jeden Fall bin ich das auch. Ja. Und Elsa? Elsa ist ein Dickkopf auch. Sie ist süß. Also sie ist total... Ich weiß nicht, sie ist süß. Aber irgendwie sagt jeder von seinem Kind, dass es süß ist, oder? Sie ist eine Grinsekatze. Also entweder sie lacht immer. Also wenn man sie anguckt, dann grinst sie direkt. Vielleicht hat sie das auch von mir, ich weiß auch nicht. Oder sie weint. Also der Grat zwischen Weinen und Lachen, das ist ein ziemlich schmaler Grat. Wobei, in letzter Zeit geht es eigentlich. Und ja, was gibt es denn da noch? Sie ist ein Rollmops. Sie rollt sich den ganzen Tag. Ja, ich hoffe, das waren jetzt 5, ich weiß es gar nicht. Habt ihr bestimmte Beziehungsrituale? Auch eine schöne Frage. Wir stehen morgens nicht auf oder wir verabschieden uns niemals, ohne uns einen Kuss zu geben und zu sagen, dass wir uns lieb haben. Das ist wichtig. Wir sagen uns immer die Wahrheit. Also wenn irgendjemandem irgendwas betrügt oder irgendwas ist, dann wird das direkt gesagt. Sonst staut sich das auf und das ist gar nicht gut. Und das haben wir jetzt noch nicht so lange eingeführt, aber wenn wir abends im Bett liegen, dann sagen wir jetzt immer, was schön und was nicht so schön am Tag war. Ja, das sind unsere Rituale.